So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 30. September 2021, hier gemeinsam mit Markets. Wir wollen gemeinsam einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ich muss an der Stelle wahrscheinlich jetzt mal eben hier etwas machen, was ich gehofft hatte, in den Griff zu bekommen, aber was mittlerweile doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Internettechnisch, bandbreitentechnisch scheint es hier gerade bei mir so ein bisschen tricky zu sein, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das jetzt gerade nicht gestreamt wird, wie es soll. Das Internet sieht hier ein bisschen instabil eben tatsächlich aus. Und ja, ich hoffe ehrlich gesprochen, dass sich das jetzt gibt innerhalb der nächsten Minuten. Bin mir allerdings auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das funktioniert. Also cool wäre, wenn ihr mir das ganz kurz in die Chatbox schreiben könnt, ob das hier alles so übertragen wird, wie es übertragen werden soll. Also einen guten Morgen kann ich schon mal sehen, so viel steht fest. Das heißt also, ich komme zumindest mal an den Bildschirm daheim, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch qualitätstechnisch so ist, dass man hier von guter Qualität eben tatsächlich sprechen kann. So, kleinen Augenblick, guck mal eben hier. Ja, so, also Bandbreite ist auf jeden Fall ein bisschen, jetzt zieht sie an, jetzt wird es langsam ein bisschen was. Okay. Also sieht aus, als wenn wir uns jetzt in Richtung der Niveaus bewegen, die benötigt werden, um hier optimal zu streamen. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei, drei Märkte zu betrachten, deswegen wäre es schade, wenn das Ding jetzt hier nicht funktioniert, so wie es gewünscht ist. Also ein Blick werfen natürlich auf den DAX, auf die jüngsten Entwicklungen, die Entwicklung am Zinsmarkt ganz besonders, anziehende Inflationssorgen. Wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf British Pfund in dem Zusammenhang. Wir hatten gestern ja die Frage hier im Morning Meeting im Zusammenhang mit diesem Drop. Wo, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube, es war am Dienstag, wenn ich mich richtig entsinne, wo wir dort stärker unter Druck geraten sind und in dem Zusammenhang, wie wir dort eben 200 Pips für den Tag unter Druck geraten sind. Möglicherweise darauf zurückzuführen auf die dortigen ja, Supply Chain Issues, so nennen wir sie mal, beziehungsweise die jüngsten Entwicklungen, die dort im Hinblick auf die Versorgung dort mit Rohstoffen, querstrich mit Benzin, mit Gas und dergleichen entstehen, die natürlich Inflationssorgen schüren und zeitgleich dann Kommentare von Herrn Bailey, der ja durchaus, ich glaube, am Montag wiederum gesagt hat, dass das hier zeitnah eine Reduktion der Anleiheaufkäufe nach sich ziehen könnte. Die jüngste Erholung bzw. die voranschreitende Vakzinierung eben der britischen Gesellschaft, Rückkehr zum wirtschaftlichen Normal und dergleichen, dass das eventuell dazu beitragen kann, dass da eben stagflationäre Tendenzen dann begannen sich zu manifestieren und infolgedessen Abgabedruck sich beschleunigte, im British Pfund sowieso Abgabedruck vorhanden war, der dann noch einmal stärker zunahm durch parallel dazu Kapitalzuflüsse der US-Dollar, wie gesehen hat. Anziehende Zinsen eben und so weiter und dann entsprechend ein sich reduzierendes Zinsdifferenzial. Also das könnte mit einer der Gründe sein. Ich habe da gestern noch ein paar Minuten drüber nachgedacht. Parallel dazu auch ein sehr, sehr, ja, dann allerdings ketzerischer Kommentar meinerseits. Herr Bailey hat noch was gesagt im Hinblick auf die Supply Chain, die Notenbank dort, in dem Fall dann die eben Bank of England nicht in den Griff kriegen kann. Dazu habe ich noch gerade einen Tweet abgesetzt. Der ein oder andere hat es vielleicht bei mir im Twitter-Kanal gesehen. Da gehen wir auch nochmal zwei, drei Zeilen drauf ein. Wir haben heute auch einen sehr dünnen Wirtschaftskalender. Heute ist letzter Handelstag des Quartals. Eventuell kommt es jetzt zu stärkeren Volatilitäten zwecks sogenannten Portfolio Rebalancing. Ich will da vielleicht mal gucken, dass ich einen Blogartikel dazu hier in die Chatbox stelle. Denn ich werde mal ganz kurz gucken. Rebalancing, ich habe den tatsächlich, der Gedanke kommt mir jetzt, genau, kommt mir spontan. Das ist ein Artikel, der ist schon vor fast 2 Jahren mal bei mir auf der Webseite eingelaufen. Den hatte ich als Blogartikel verfasst, um einfach mal zu erklären, wo jetzt in den Quartalsschluss im Devisenbereich ganz besonders eben stärkere Volatilität herkommen könnte. Also wer sich darüber hinausgehend mal damit auseinandersetzen möchte, das ist besonders jetzt interessant, eben weil wir diese stärkere Vola im US-Dollar sehen. Parallel dazu vielleicht auch noch ein Gedanke, der eine Rolle spielt, und zwar: Wir haben natürlich heute dann mit dem Quartalsschluss bzw. der Volatilität, die wir im US-Dollar sehen, auch potenziell erhöhte Volatilität in Edelmetallen. Also gestern hat Gold zum Beispiel oder auch ganz besonders Silber die 22er-Marke gerissen. Auch darauf werfen wir natürlich einen Blick.
Und ja, vorbörslich Einzeltitel, sehr dünn alles, aber Einzeltitel könnte vielleicht Bed Bath Beyond interessant werden. Das ist ein, ja, wie ich es mal nenne, Swaggy Stock, beziehungsweise eine ehemalige, primär von Privatanlegern getriebene Aktie in der jüngeren Vergangenheit. Und genau diese Swaggy Stock, die ist da vielleicht heute nochmal in der Lage, ein bisschen Volatilität zu sehen. Die jüngste Action mal ein bisschen durchwachsen. Schauen wir mal, was dort im Einzeltitelbereich sich dann anbietet, ob sich überhaupt was anbietet. Eventuell konzentrieren wir uns auch primär auf sogenannte Marketplace. Also das heißt, gucken uns dann den Spider an, die Qs, also das heißt den S&P 500 an der Stelle im CFD-Bereich, beziehungsweise die Qs, also das ist der ETF auf den Nasdaq 100 eben an dieser Stelle. So, lange Rede, kurzer Sinn erstmal. Risikohinweis, ganz offizieller Start. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mit dem man sich zunächst vertraut macht, stellt man sich die Frage, ob man sich für den Handel mit diesen Produkten eignet. Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, findet man auf markets.com/de nicht nur einen vollständigen Risikohinweis, sondern auch die Möglichkeit, sich entsprechend ein Demo-Konto runterzuladen. Den Link dazu stelle ich gleich ebenfalls in die Chatbox ein für Interessenten. Darüber hinausgehend schickt gerne eine Mail an die Elena. In meinem Zweck meiner Person, wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, jederzeit gerne Wunschmärkte unterhalb des Videos einstellen. Gerne jetzt live hier während des Events Fragen zu Märkten stellen. Parallel dazu vielleicht auch Feedback bzw. Gedanken, Fragen zu dem jetzt gleich Blogartikel, Stichwort FX Rebalancing, der da vielleicht für ein Interesse sein könnte. Und ja, Twitter, E-Mail, meine Webseite jk-trading.com/forum, da habt ihr eine Trading-Chatbox jeden Tag, die ich aufsetze, wo ihr euch mit gleichgesinnten Tradern austauschen könnt, mit mir natürlich auch, wenn ihr Fragen habt zu den Märkten. Und so, soweit das also hier zur Einführung. Das ist einmal die MarketsX-Handelsplattform. Wir blicken zunächst, wie gewohnt, auf den DAX. Ich will in dem Zusammenhang hier dann auch gleich diese Aufwärtstrendlinie zum Thema machen, die offensichtlich in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Aber bevor wir hier offiziell starten, zunächst einmal Markets X, das ist einmal der Link zur Demo. Jetzt muss ich ganz kurz hier nochmal scrollen. Wo haben wir ihn? Da. Trade mit Markets. So, einmal dieser hier. Da könnt ihr euch die Demo runterladen. Und dann nenne ich das nochmal FX Rebalancing. Den Link übrigens für die, die sich die Aufzeichnung jetzt anschauen bei YouTube. Ihr findet den Link unterhalb dieses Videos ebenfalls in der Chatbox. Da stelle ich immer die Links ein, die ich hier aufrufe, damit ihr dann auch zwecks Quellenverweis bzw. eine Chance habt, das nochmal nachzulesen. Und ich mache den mal ganz kurz hier auf. So, stelle den Link aber auch einmal hier ein. So. Und zwar das FX Monatsend-Rebalancing Modell. Und man kann es hier schon lesen. Also besonders in einigen Morning Meetings haben wir da häufiger mal drauf verwiesen. Und dann gab es eben auch E-Mails, die darauf aufbauten. Ich hatte in dem Zusammenhang gesagt, in den Quartalsschluss hinein, beziehungsweise auch ganz besonders in den Monatsschluss hinein, dann an der Stelle, hatte ich immer mal wieder darauf verwiesen. Schwankungen, die nicht wirklich fundamental erklärbar sind. Wirtschaftskalender in dem Monatsschluss ist recht dünn. Also wir haben heute zum Beispiel, um das ganz kurz aufzugreifen, ich habe das hier einmal vorbereitet, Zahlen zum US-BIP, die veröffentlicht werden. Da wird man jetzt sagen, oh, das ist aber potenziell vielleicht doch ein Wohler-Garant. Aber tatsächlich ist das die dritte Anpassung. Also da gibt es eben hier, gibt es den Datensatz, der vorankündigt, so nenne ich das jetzt mal, ausgehend von den eingekommenen Daten. Das wird dann entsprechend noch einmal aufbereitet. Dann gibt es einen sogenannten Second Estimate und dann darüber hinaus werden dann eben finalen Datensatz veröffentlicht. Also wir sehen ursprünglich der erste Datensatz für das zweite Quartal, Bruttoinlandsprodukt US-BIP, ist veröffentlicht worden am 29.07. damals mit 6,3. Nehmen wir was sagen, 6,5%. 6,5%. Dann gab es eine Revision, die ist einen Monat später veröffentlicht worden. Das war am 26.08. Da sind wir hier bei 6,6% veröffentlicht worden. Und jetzt kommt die finale Schätzung bzw. die finalen Zahlen, die jetzt nochmal aufbereitet worden sind. In den Quartalsschluss hinein für das zweite Quartal, dann Ende des dritten Quartals, liegt aktuell der Konsens bei 6,6%. Aber, und das ist der Punkt, das ist eben nur ein finaler Datensatz. Also das heißt, wir werden jetzt hier keine dramatische Überraschung sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite zu sehen bekommen. Demnach ist das nicht zwangsläufig ausreichend genug, um entsprechende Volatilität zu begünstigen. Derzeit natürlich dahingehend jetzt ein bisschen eine Gratwanderung, die Formulierung, weil wir könnten natürlich auch sagen, naja, wir haben aber ausreichend Volatilität im US-Dollar, da brauchen wir ja nur auf die Märkte
schauen, Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar, das sind teilweise im derzeit sehr niedrig volatilen oder jüngst niedrig volatilen Marktumfeld, das sind riesengroße Kursbewegungen teilweise, die wir zu sehen bekommen. British Pfund zum Beispiel am Dienstag 200 Pips gelaufen. Das ist eine Bewegung, die durchaus Brisanz birgt und demnach ist das ein bisschen schwierig, das entsprechend eben dann jetzt einfach so von der Hand zu weisen, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir halt in den Quartalsschluss hinein, eventuell basierend auf diesen Gedanken hier im Hinblick auf diese Volatilität, die dann häufiger dennoch, unabhängig jetzt davon, ob fundamentale Daten anstehen, Querstrich, eben es vorher zu größerer Schwankung kam, dass es da eben in diesem Zusammenhang dieses Rebalancing gibt, wo Portfolio-Manager einfach entsprechend ihre Portfolios adjusten. Also das bedeutet, ich habe es dann hier einfach mal erklärt in diesem Zusammenhang, wir haben einfach Währungshedges zum Beispiel, die größtenteils eine Rolle spielen. Habe ich einen Portfolio-Manager, der zum Beispiel hier in Europa sitzt, aber für seine Kunden in den US-Aktienmärkten eben entsprechend Positionen aufbaut, dann hat er eventuell ein Exposure von, sagen wir mal ganz großzügig, mehreren Milliarden zum Beispiel. Und dann ist es eben entsprechend so, dass natürlich seine Kunden hier, die ihm ihre Euros zur Verfügung gestellt haben, die aber dann diese Euros angelegt sehen im US-Aktienmarkt in US-Dollar, natürlich in Euro ausgezahlt werden wollen, beziehungsweise ihre Performance oder beziehungsweise ihre Dividenden oder wie auch immer geartet das Portfolio ausgelegt ist, ausgeschüttet sehen wollen. Und gegen die entsprechenden Währungsschwankungen gilt sich natürlich seitens dieser Portfolio-Manager abzusichern. Also bedeutet das konkret gesprochen nichts anderes, als dass der sagt, okay, ich kaufe jetzt hier zwar US-Dollar, also die Euro tausche ich in US-Dollar um, aber parallel dazu hedge ich die Position, weil ich die jetzt aufgebauten US-Dollar gleich wieder in Euro zurücktausche an dieser Stelle, um dann eben von diesen Schwankungen nicht betroffen zu sein, beziehungsweise ich nicht, querstrich meine Investoren nicht. Und infolgedessen kommt es da eben entsprechend zu Fluktuationen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, aber das passiert jetzt nicht auf einen Schlag. Ja, wir haben jetzt heute zwar den 30.09., aber dem fällt jetzt, also im Portfolio-Manager XYZ, fällt ja jetzt nicht plötzlich auf, dass er da irgendwie ein Währungsrisiko rausnehmen muss in irgendeiner Form. Das ist absolut richtig. Das findet über Tage teilweise statt. Aber, also Tatsache ist auf jeden Fall einmal, es kann dennoch Restpositionen geben, die entsprechende Fluktuationen eben nach sich ziehen und dann eben für Kursbewegungen sorgen, die nicht erklärbar sind. Und das ist das, was ich eben in diesem Zusammenhang hier einmal in diesem Blogartikel aufbereitet habe. Also wie gesagt, FX Monatsend-Rebalancing-Modell, Link dazu in der Chatbox einmal. So, das als Einführung. Wir wollen einen Blick werfen einmal hier auf die Equities. Ich gucke mal ganz kurz jetzt. Also die Übertragung scheint gut zu laufen. Ich sehe jetzt eine Frage zum T2-System, Umstellung der EZB. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auf Anhieb überhaupt keine Ahnung, was da damit gemeint ist. Also T2-System, ich weiß nicht, hat das was wie heißt denn das? Ach, mir fehlt der Begriff. Settlement. T2-System, also Settlement, Abrechnung, dass das eben, oder diese, da gibt es auch eine deutsche Bezeichnung für. Moment, ich guck mal ganz kurz hier. Was sagt Leo für Settlement als Übersetzung? Ausgleich wahrscheinlich, aber das ist nicht das, was ich ehrlich gesagt suche. Settlement. Ja. Nee. Also wenn mir ganz kurz einer helfen kann, Abrechnung, ja, Abrechnungszeitraum, den man verstreichen lässt, um eine Transaktion zu buchen. Also ist das bezogen darauf, weil sonst kann ich dazu gar nichts. Zahlungsverkehrssystem? Nein, 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 nein. Also gut, dann habe ich das richtig gesehen. Also T2, T3, Geschäftsbank und Zentralbank innerhalb dem System der Zentralbanken. Okay, also dann war mein erster Gedanke richtig, aber nein, ich denke nicht, dass das eine Auswirkung haben wird. Nein, also hat es in der jüngeren Vergangenheit nicht gehabt. Ich wüsste nicht, wo da die Auswirkung dann tatsächlich herkommen sollte. Ja. Blicken wir auf den DAX. Ja, blicken wir auf den DAX. Also wir haben hier erst einmal eine verhältnismäßig breite Open Range. Wir haben gestern ja hier stärkeren Abgabe, und vorgestern schon. Gestern konnten wir uns eigentlich relativ stabil präsentieren, ehrlich gesagt. Nur den Nachmittag hinein kam es noch ein bisschen,
Ja, zu einem Auspendeln seitwärts. Also der Abgabedruck im US-Markt, der hat sich in Grenzen gehalten, tatsächlich, nachdem wir am Dienstag stärker unter Druck geraten sind. Mal schauen, wie sich die Situation heute darstellt. Wir werden gleich auch natürlich noch einen Blick auf den Nasdaq und S&P und dergleichen werfen. Zunächst aber der Blick auf den DAX. Der hat hier oben eben im Bereich 450 bis 500 Punkte. Also dieser Widerstandsbereich, den wir gestern auch schon zum Thema gemacht hatten, wenn ich mich recht entsinne, wo ich sagte, ein Close oberhalb von 15.500 Punkten würde das Bild beginnen leicht aufzuhellen, nachdem wir eben diesen überraschenden Flashout hier auf der Unterseite gesehen haben. Also Flashout, mal gucken, ob es nur ein Flashout war oder ob es der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung war, infolge anziehender Inflationssorgen, Spikes in Zinsen und dergleichen. Wir hatten ja, oder ich hatte ja hier noch am Montag gesagt, eigentlich die Region zwischen 15.400 und 15.700 sehe ich relativ neutral an. Wir haben eine verhältnismäßig starke Markteröffnung gesehen. Hier in die Woche sind wir recht stark gestartet, rollten dann allerdings gegen die 15.700 über und dann kam eben dieser stärkere Abgabedruck ab Dienstag infolge dieser anfliegenden Inflationssorgen. Von diesem Abgabedruck konnten wir uns zunächst ein wenig erholen und jetzt hat der Markt eben begonnen, hier ein tieferes, na, nochmal ein tieferes, ein höheres Tief auszubilden, so rumgesprochen, nachdem er hier bereits jetzt ein tieferes, ja, da fehlt, ja, da fehlt der Kurshistorie. Einen Moment. Ja, das ist ein bisschen blöd. Es fehlt immer noch die Kurshistorie. Einen Augenblick. Nachdem er hier jetzt im Vergleich zur Vorwoche ein tieferes, hier, diesen Bereich, ein tieferes, ein höheres Tief, so rum, Verzeihung, ein höheres Tief ausgebildet hat. Und da wird jetzt nochmal ein höheres Tief ausgebildet. Und nun ist allerdings dennoch weiterhin die Frage, ob es eben gelingt, diesen rotfarbenen Bereich hier zurückzuerobern. Also oberhalb von 15.500 Punkten zu schließen. Andernfalls besteht realistisch die Gefahr, und da kommt dann eben hier diese Trendlinie ins Spiel, dass wir mit einem Bruch unter dieses Level und dann einem Lauf in Richtung und auch einem Fall nochmal unter die 15.300er Marke nicht nur diesen Bereich um 15.2 anlaufen, sondern darüber sogar weiteren Abgabedruck sehen, der uns bis in Gefilde um 15.000 Punkte führt. Also das ist ein derzeit durchaus brisantes Marktumfeld eben tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesprochen. Aus saisonaler Perspektive haben wir jetzt eigentlich die historisch betrachtet schwächste Periode des Jahres, haben wir hinter uns gebracht. Was meine ich damit? Man erinnere sich dran, es gibt hier diese Webseite stockstreet.de und wir können hier an der Stelle auf die Börsentools klicken. Dann haben wir immer das Verfallstagdiagramm, aber wir haben eben auch die saisonalen Charts. Und wenn wir da draufklicken, dann können wir uns hier einmal die Performance im DAX zum Beispiel seit 1988 anschauen und haben da in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, jeden Monat saisonal einzuordnen. Und was wir eben hier sehen können, ist, dass der September historisch der schwächste ist, während der Oktober historisch einer der stärksten, also der drittstärkste Monat ist. Der stärkste ist der Dezember, zweitstärkster ist der April und dann kommt danach dicht gefolgt der Oktober-Querstrich hier der November. Müssen eigentlich umgekehrt sein, die beiden Balken. Das ist ein bisschen verdreht. Okay, aber auf jeden Fall ist das einer der historisch stärksten Börsenmonate, der Oktober. Nun ist es allerdings so, wenn wir jetzt in Bezug hier auf, ich guck mal kurz, das sind die Wochen. Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz hier rechnen. Das ist die 39. Woche, in der wir gerade sind. Ne? Welcher Kalender? Also das, was wir hier sehen, das sind die Kalenderwochen links. Da muss ich mal ein bisschen rechnen. Kalenderwochen 2021. So. Also wir müssten jetzt in Woche 39 sein. Ja, wir sind in der 39. Kalenderwoche. Folglich ist die nächste die 40. Das können wir hier dann sehen, beziehungsweise 41, 42. Und wenn man das jetzt rein saisonal betrachtet, also wir stochern natürlich jetzt hier so ein bisschen im übertragenen Sinne im Dunkeln. Wir wissen natürlich jetzt an der Stelle nicht, ob jetzt diese Saisonalität sich dieses Mal auch genauso darstellt, aber es lässt eine Wahrscheinlichkeit ableiten oder es ist eine Möglichkeit, eben die Performance hier an dieser Stelle des Aktienmarktes dann in dem Fall für den DAX eben so ein bisschen einzugrenzen. Also nach dieser verhältnismäßig schwachen 39. Kalenderwoche historisch betrachtet, ja, also das heißt, die jüngste Schwäche ist jetzt keine so große Überraschung, ehrlich gesprochen. Aus dieser Perspektive sehen wir eine eher verhaltene bis dann starke Performance in den kommenden Tagen, infolge auch des Umstandes, dass der Oktober gemeinhin bekannt ist als ein saisonal eher starker Börsenmonat. Und das ist natürlich etwas, was jetzt auf den Kopf gestellt werden könnte, so will ich es mal formulieren. Es könnte durchaus sein, dass eben jetzt der Aktienmarkt sich von diesem historischen komplett
abkoppelt. Ja, und infolgedessen es eben hier nochmal zu diesem Flushout auf der Unterseite kommt. Vieles wird jetzt wahrscheinlich dann in den Folgestunden ganz klar davon abhängen, wie sich die US-Märkte präsentieren. Und in diesem Zusammenhang eben, ob es dann gelingt, und dann haben wir auch da ein relativ klares technisches Level, ob es eben gelingt, hier die 4400er-Marke im S&P zurückzuerobern. Also sprich dann eben hier in diesem Zusammenhang über 4,24 vielleicht, also diese Region auf der Unterseite. Auch hier fehlt die Kurshistorie, ich will es mal ganz kurz zeigen. Hier ist der 500er S&P. So. Dass es einfach in diesem Zusammenhang gelingt, diesen Bereich hier, dieses kleine Zwischenhoch, was da letzte Woche ausgebildet wurde, welches dann in der zweiten Wochenhälfte überschritten hat werden können. Überschritten hat werden können, ja, das so richtig formuliert. Das ist so für mich so eine Art Inflection, also als rundes Level, wo ich einfach sage, wenn es gelingt hier 4400, 4420 aller spätestens diesen Bereich zurückzuerobern auf Schlusskursbasis, dann ist eher davon auszugehen, dass es das auf der Unterseite zunächst einmal im DAX auch in der kommenden Woche war, dass wir dann in diesem Zusammenhang hier tatsächlich durch die jüngste Price Action ein höheres Tief ausbilden und dass es dann eher nochmal zu einem Run deutlich tief über die 4400er Marke in den kommenden Tagen, Ziel 4450, 4470 eben tatsächlich kommt. Was natürlich für den DAX dahingehend optimal wäre, als dass es hier das Abwärtspotenzial eben dann mehr oder minder nicht auf den Kopf stellen würde, aber zumindest in die Schranken weisen würde und dass dann sehr wahrscheinlich eine Rückeroberung der 15,5 zeitnah eben tatsächlich anstünde mit weiteren Aufschlägen, die uns Richtung 15,7 führen, beziehungsweise 15,8 und darüber eben in Richtung der Allzeithochs. Also das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir hier dann eben keinen Push auf der Unterseite sehen. Auf der Kehrseite sollte sich Abgabedruck nochmal im US-amerikanischen Aktienmarkt zeigen, dann wäre das natürlich etwas, was hier in diesem Zusammenhang stärker nochmal einen Flush nach unten nach sich ziehen könnte, in dessen Mittelpunkt dann die 15,3 steht, beziehungsweise darunter eben der 15.200, 220, 230er Bereich und darunter dann die 15.000er Region. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Devisenbereich, man sollte natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ich will es nicht überinterpretieren, aber die Zuflüsse, die der US-Dollar gerade sieht, die sind mit Sicherheit einerseits dem Umstand geschuldet, dass wir also gestern zum Beispiel sind wir hier unter die 1,16er Marke gerutscht. Das waren tatsächlich neue Jahrestiefs. Also das heißt, das sind die niedrigsten Niveaus gewesen, die wir seit Juli 2020 angelaufen haben. Es ist eine ganz klare Abwärtssequenz, die hier fortgeschrieben wird. Also bis jetzt läuft, ausgehend von meinem skizzierten, schon vor einiger Zeit, also das ist ja nicht etwas, was ich jetzt für die letzten 2, 3 Tage kommuniziert habe, sondern was ich eigentlich schon seit Monaten, weiß ich nicht, ob ich Monate sagen würde, aber Wochen weiß ich auf jeden Fall, da bin ich richtig. Wir haben ein Überrollen hier gegen die 1,19er Region zu sehen bekommen, beziehungsweise ich hatte auch die 1,20er Region als stärkere Widerstandsregion zum Thema gemacht und hatte ja gesagt, dass schon seit, wie gesagt, geraumer Zeit, also Juli, August, das kommt gut hin, hatte ich gesagt, dass ich würde mich vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen, tue ich mich sehr schwer damit, ein günstiges Bild für den Euro zu skizzieren. Eher gehe ich davon aus, dass der Euro über kurz oder lang nochmal in Richtung der 1,16er Region läuft und darunter dann sogar 1,14 bzw. die 1,10er Region innerhalb der nächsten 12 bis, glaube ich, 18 Monate, hatte ich gesagt, anläuft. Hatte diverse Gründe dafür ins Feld geführt, ganz besonders den geldpolitisch expansiven Kurs seitens der EZB in diesem Kontext, potenzielle Zahlungsausfallkaskade zum Beispiel durch den Lockdown und so weiter. In Verbindung mit dann zusätzlich, könnte man jetzt auch ins Feld führen, eben den restriktiveren geldpolitischen Kurs seitens der Fed, also jedenfalls in Relation zu dem, was die EZB liefert. Restriktiver bedeutet, dass man einfach Zinsanhebungen plant auf den Weg zurück, Querstrich, wenigstens mal die Anleiheaufkäufe zurückführt. Also Zinsanhebungen hatten wir tatsächlich gar nicht mal so sehr zum Thema gemacht. Die sind allerdings jetzt begonnen oder haben begonnen anzuziehen, natürlich infolge der jüngsten Fed-Sitzung letzte Woche am Mittwoch. Und hierdurch kommt es eben zu dieser Ausweitung dieses Zinsdifferenzials. Also wenn ich davon spreche, dann sage ich einfach, ich gucke mir den Zins in den USA an, ich gucke mir den Zins in Europa an dieser Stelle und ich sehe dann einfach in dieser Konstellation einen Vorteil für bonitätstechnisch gleich ausgestaltete Anleihen der beiden Volkswirtschaften und dann suche ich natürlich die höher Verzinste an dieser Stelle. Das gilt jetzt eventuell nochmal verstärkt sogar vor dem Hintergrund nämlich der deutlich anziehenden Inflationserwartung seitens der Marktteilnehmer, weil die sagen, wir haben zwar einen Kaufkraftverlust, aber dann versuchen wir den wenigstens so klein wie möglich zu halten.
Jetzt kommt mein Gedanke, also Stichwort US-Equities an der Stelle, dann sind wir auch wieder bei den Portfolio-Managern und Investments, zum Beispiel in US-amerikanischen Bonds, durch eben hier einerseits zum einen eben die anziehende Inflationserwartung und natürlich der Suche nach einer höher verzinsten Anlageform, höhere Rendite an der Stelle, um diesen Kaufkraftverlust mindestens ausgleichen oder beziehungsweise sogar übertreffen zu können. Plus dem Growth Outlook für zum Beispiel US-Aktien, also sprich den sehr grundsätzlich klaren, die sehr, sehr klare Maßgabe, dass seitens der US-Regierung vieles in die Wege geleitet wird, auch besonders im regenerativen Energiebereich, eben Investitionen zu tätigen, fiskalpolitischen Stimulus auf den Weg zu bringen und so weiter. Das ist eine Konstellation an dieser Stelle, die dann eben dazu führt, dass wir Kapitalzuflüsse in den US-Dollar einfach schlichtweg zu sehen bekommen, der diese Entwicklung hier sicherlich auch noch befeuert. Plus ergänzend dazu, man sieht ja auch diese Diskussion aktuell im Hinblick auf die sogenannte Debt Ceiling, also das heißt die Schuldenobergrenze, die angepasst werden soll. Es geht niemand davon aus, dass man sich hier nicht wird einigen können. Das bedeutet also etwas anders, was man hier gerade eben jetzt erkennen kann, ist, dass vielleicht antizipiert wird, dass man diese Debt Ceiling, diese Schuldenobergrenze nach oben anpasst, folglich mehr Liquidität, mehr fiskalpolitischer Stimulus möglich wird, ganz besonders dann seitens der US-Regierung, ja, und dann in diesem Zusammenhang einfach der US-Dollar ganz natürlich Kapitalzuflüsse sieht, weil man natürlich möglichst frühzeitig in diesen prosperierenden Wirtschaftsausblick plant zu investieren. Das wäre eine Möglichkeit, das eben zu sehen, und das wiederum bedeutet natürlich Kapitalzuflüsse zum US-Dollar. Das befeuert dann potenziell vielleicht den derzeitige Rallye an der Stelle. Wir müssen allerdings, und da erinnere ich mich an ein kleines Intermezzo, was ich mal im Euro-US-Dollar hatte. Das ist schon ein paar Jahre her, das war noch lange, 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 lange vor Corona. Das war irgendwann mal 2017 hier. Da hatten wir ebenfalls eine damalige Entwicklung. Was hatten wir? Da hatten wir Donald Trump und dergleichen. Und ich habe dann auch in diesem Zusammenhang damals den Schluss gefasst, dass der Ausblick infolge dann auch der Präsidentschaft von Donald Trump und entsprechend eben die aktuell deutlich anziehenden US-Zinsen damals, wir sind über 3% gelaufen, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Wir haben da eine sehr, sehr deutliche Ausweitung gesehen des Zinsdifferenzials zwischen europäischen und US-amerikanischen zugunsten der US-amerikanischen Anleihen. Und ich hatte in dem Zusammenhang damals einen Trade auf den Weg gebracht, der darauf abzielte. Ich glaube, das ging unter die 1,06, das war so ungefähr der Bereich. Der zielte darauf ab, dass ich mich hier short positioniere, in Erwartung, dass wir in Richtung der Parität verkauft werden. Und das ist tatsächlich aber ausgeblieben. Also das heißt, wir sahen zwar einen kurzen Flush hier auf der Unterseite, aber konsolidierten dann knapp im Bereich um rund 1,04 und haben von dort dann eine Rallye gestartet, die uns in den Folgemonaten bzw. in den folgenden 12 Monaten so sogar deutlich zurück über die 1,20er-Marke geführt hatten. Das hatte damit zu tun, also diese Rallye, die da befeuert wurde, sicherlich auch hier in diesem Zeitfenster damals mit eben der sich legenden Unsicherheit rund um einen Aufbruch der Eurozone und der Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten. Dann haben wir in diesem Jahr auch nochmal zusätzlich eine entsprechende Beschleunigung der Bewegung gesehen infolge der Abwertung des US-Dollars und natürlich der daraufhin Bestrebungen, so nenne ich es mal jetzt seitens Donald Trumps, damals den US-Dollar möglichst schwach zu halten, querstrich die Fed zu motivieren, geldpolitisch stimulierend tätig zu werden, um möglichst viel Wirtschaftswachstum irgendwie auf den Weg zu bringen, zwecks potenzieller Wiederwahl. Also, beziehungsweise Wiederwahl war damals ein bisschen früh. Ich meine, Trump hatte noch nicht mal ein Jahr Amtszeit hier zu dem Zeitpunkt um. Aber nichtsdestotrotz gilt es, das natürlich im übertragenen Sinne auf den Weg zu bringen. Beziehungsweise, vielleicht war das auch schon in gewisser Form eine gewisse Antizipation dessen, was dann kurze Zeit später folgte. Also kurze Zeit später, möchte man sagen, rund ein Jahr später, Stichwort Importzölle, die auf den Weg gebracht worden sind. Das kommt jetzt natürlich in der Nachbetrachtung, irgendwie fallen diese Puzzlestücke zusammen. Ob die jetzt genauso geplant waren, das ist natürlich rein spekulativ, aber lange Rede, kurzer Sinn. Worum es mir hauptsächlich geht beim aktuellen Verlauf und weswegen ich sehr vorsichtig wäre. Es könnte jetzt den einen oder anderen geben, der sagt, weißt du was, ich shorte den Euro jetzt hier, weil jetzt geht es nochmal richtig scharf abwärts. Ich hatte eine ähnliche Denke damals zum Zeitpunkt eben meines Shorts mit Zielparität und sogar einen Fall darunter, als ich im Euro-US-Dollar mich entsprechend short positioniert hatte. Und dieser Trade ist nicht gut aufgegangen. Also das besteht etwas an, bedeutet etwas anders formuliert. Wir haben in dieser Konstellation damals eben ein Reversal gesehen, das wäre auch eher ein Global Macro Trade gewesen. Also weniger einer, der jetzt auf einen kurzen Flashout irgendwie spekuliert hätte, ein kurzfristiges Kapitalisieren einer sich etablierenden Trendstruktur oder dergleichen. Aber ein ähnliches Bild könnte das hier eben aktuell sein, wo wir eben diesen Push auf neue Jahrestief sehen, wo ich sagen würde, wir sollten
die Bäume hier trendtechnisch noch nicht unbedingt in den Himmel wachsen sehen. Also jetzt werden viele wach mit Sicherheit, die sehen, dass der Euro in dem Fall zum US-Dollar deutlich unter Druck gerät, dass wir auf neue Jahrestiefs fallen. Und genau das birgt kurzfristig jedenfalls das Potenzial für eine Gegenbewegung. Also das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das Gegenbewegungspotenzial an der Stelle würde ich mal sagen, mal gucken, 1,1670 bis 1,17 eventuell sollte es zu einem Bounce kommen. Ein deutlicher Break unter natürlich dieses Niveau. Und ein Schluss im Bereich um 1,1550. Das würde auf jeden Fall einen nachhaltigen Bruch der 1,16 implizieren aus rein technischer Perspektive und eben weiteren Abgabedruck auf den Weg bringen können, der uns eben bis den Gefilde dann hier um 1,14 zügig führen könnte, beziehungsweise darunter dann eventuell sogar den Weg ebnet in Richtung der 1,12er Gefilde und darunter ist es dann schon die 1,10 als nächstes potenzielles Kursziel. Also in allem bleibt auf jeden Fall der Ausblick für den Euro nicht wirklich positiv. Also so viel kann man an der Stelle schon mal sagen. Ich will auch an der Stelle noch mal ganz kurz hier britisch Pfund aufgreifen. Wir hatten gestern dazu schon was gesagt. Hier sind wir jetzt in die Gefilde vorgestoßen, die sich vielleicht für ein kurzfristiges Bounce Play anbieten. Wir hatten gestern nach dem möglichen Treiber für diese, für diesen Push auf der Unterseite gesucht. Wir haben auch gestern ja nochmal hier eine Beschleunigung auf der Unterseite gesehen, der uns dann in Richtung der 1,34er Region sogar geführt hat. Also derzeit sieht britisch Pfund zum US-Dollar ganz besonders, weil der US-Dollar auf breiter Front anzieht, aber auch gegenüber anderen Währungen starken Abgabedruck. Wie gesagt, einer der möglichsten Gründe an der Stelle, weil es keine wirklich fundamentalen Katalysatoren gibt, die diese Bewegung eben hier in Anführungsstrichen rechtfertigen, ist der derzeit deutlich anziehende, potenziell deutlich anziehende Inflationsausblick. Stichwort Energiekrise beziehungsweise eben Versorgung der britischen Insel, des Vereinigten Königreichs mit beispielsweise Benzin, jetzt auch vor der anstehenden Wintersaison beispielsweise. Wir gehen mal ganz kurz hier auf United Kingdom. Inflationsrate. Die Zahlen sind allerdings hier aus dem August, also 3,2%. Wir haben, sind schon deutlich angezogen. Also die Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, gehen mal auf die letzten 10 Jahre. Es war der höchste Anstieg hier der Inflation in Großbritannien seit 2000. 17, auch so roundabout. Ja, ein Jahr nach dem Brexit, Abwertung des britischen Pfund auf breiter Front und infolgedessen dann einer importierten Inflation. Das könnte diesmal ein ähnliches Phänomen geben, nur mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Die nächsten Zahlen tatsächlich erst in 3 Wochen, also noch lange hin. Aber eventuell beginnt man jetzt bereits zu antizipieren, dass man hier einerseits eine anziehende Inflation eben zu sehen bekommt. Wie gesagt, importierte Inflation durch eben Energiepreise, die immer weiter steigen und auch entsprechende Energieversorgungsengpässe. Und zeitgleich haben wir, wie gesagt, die Kommentare von Herrn Bailey gesehen. Ich mache das mal ganz kurz hier vielleicht auf. Bailey, hat er was zum Rate Hike schon gesagt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ja, hat er. Das war das, was ich gestern hier hatte. Also, was eigentlich im Widerspruch stand. Also, wie gesagt, das musste man erstmal so ein bisschen sacken lassen, beziehungsweise ein bisschen drüber nachdenken. Bank of England's Bailey sees growing case for interest rate rise. Also, das heißt, er sieht einen zunehmenden Grund. Ja, das hatten wir schon mal, Artikellimit erreicht. Okay, aber die Headline, die spricht ja für sich. Er sieht einen zunehmenden Grund, eben Zinsanhebungen auf den Weg zu bringen, um vielleicht auch diesem inflationären, sich abzeichnenden inflationären Druck eben entsprechend entgegenzutreten. Wenn du das eben kombinierst mit dem zeitgleich zunehmenden potenziellen nicht nur Energieversorgungsengpass, sondern parallel dazu eben auch das kombinierst im Hinblick auf das sich eintrübende konjunkturelle Bild, also Stichwort eben Rückkehr zum wirtschaftlichen Normal, trotz voranschreitender Vakzinierung und dergleichen der Bevölkerung, das scheint alles so ein bisschen weniger prosperierend in Anführungsstrichen zu sein, wie es einem versprochen wurde. Also man musste das ja durchaus schmackhaft machen in Bezug auf die Impfung und dergleichen. Ich denke, da zeigen sich mehr und mehr Zeichen, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. So möchte ich es mal formulieren. Ja, und das schwant jetzt auch denen, die im ersten Moment ganz gut, glaube ich, hergegangen sind und einfach in Anführungsstrichen den Ärmel hochgerollt haben, gesagt haben, es ist ja nur ein kleiner Pieks und dann kriegen wir anschließend unser Leben zurück. Wer darüber so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt hat, dem war durchaus klar, dass das nicht so einfach sein könnte. Ausgehend von auch Erfahrungen, die man vielleicht im Hinblick auf andere, wie sagt man das, respiratorische Krankheiten gemacht hat im Laufe der Zeit. Also beispielsweise Influenza und so. Die Politik hat das eben gerne vorangeprescht.
welche Motivation auch immer ihr zugrunde liegt, deren Spekulation wollen wir hier gar nicht erst jetzt anheimfallen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass sich die Situation eventuell nicht so großartig darstellt, wie man es uns glauben hat machen wollen. Beziehungsweise auch, wie das jetzt jüngst zum Beispiel Frau Lagarde von der EZB kommuniziert hat, wo sie irgendwas sagte von wegen Ende des Jahres 2022 sind wir wieder, oder ich glaube so Ende diesen Jahres sind wir wieder im Bereich dessen, wirtschaftstechnisch, was wir angestrebt haben, beziehungsweise pre-Corona auf diesen Niveaus. Also ich hatte auch da nur die Headline gelesen, ohne da zu sehr in die Details einzusteigen. Und genau diese Konstellation, anziehende Inflation, zeitgleich Zinsanhebungen, die infolgedessen nötig werden, um die Preisstabilität irgendwie doch gewährleisten zu können, sofern das überhaupt noch möglich ist, plus in Verbindung damit ein sich eintrübendes konjunkturelles Bild, dann hast du etwas, das nennt man Stagflation. Das ist auch etwas, was in den USA wie ein Damoklesschwert in Anführungsstrichen über dem Markt schwebt. Das ist auch etwas, was in Europa wie ein Damoklesschwert über dem im Markt strebt. Und aktuell scheint es eben zu sein, dass infolgedessen dann es zu stärkeren Kapitalabflüssen aus dem britischen Pfund kommt, die eben diese Abwärtsimpulse hier erklären, wo die hergekommen sind jetzt in den letzten Tagen. Und nun ja, also das ist jetzt das Bild, was man skizzieren kann. Wir testen jetzt hier auf der Unterseite eben diese Region um 1,34, 34,50, die haben wir gestern zum Thema gemacht. Wenn es jetzt hier gelingt, also das ist eigentlich ein sehr, sehr bärisches Bild, was ich skizziere. Ich wollte aber nochmal kurz eine Erklärung nachliefern, weil wir gestern einfach schlichtweg keine gefunden haben. Sollte es jetzt hier gelingen, die 1,3450 ist es ungefähr, 34,60, diesen Bereich zurückzuerobern, möglichst auf Schlusskursbasis, dann wäre das durchaus in den kommenden Quartalsbeginn hinein etwas, was dann dazu führen könnte, dass wir eine deutlichere Gegenbewegung hier zu sehen bekommen. Wie weit so ein Bounce ausfallen würde, vielleicht bis in Gefilde 1,36, das wäre so der Bereich um die Tiefs, die wir am, Moment, ist auch, ich sehe gerade, das ist ja der August, einen Augenblick, ich gehe mal kurz hier auf den Chart. Es kommt aber ungefähr hin. Ja, das ist die 1,36er Region. Wir haben inzwischen hoch nochmal gehabt, das war am 23. hier. Also das wäre so ein erster anzuvisierender Bereich. Könnte CAV-technisch deswegen interessant sein, weil wir eben mit Rückeroberung der 34,50, 34,60 hier gegen die Tiefs riskieren würden. Also das heißt Stop im Bereich um 1,34. Hier ist es die 34,10. Vielleicht legen wir knapp drunter, 34, ja, 1,39, 33, 99, 95, keine Ahnung. So in dem Bereich. Liegen ungefähr dann bei 50, 60 Pips Risiko und gehen auf der Oberseite auf einen Bounce in Richtung der 1,36er Region. Dann liegen wir ungefähr bei 3 zu 1 mit dem CAV. Also das ist durchaus ein Szenario, was dann interessant werden könnte. Das widerspricht so ein bisschen dem, was ich gerade eigentlich als Bild für British Pfund skizziert habe, diese stagflationäre Tendenz. Aber es sieht so ein bisschen overdone aus auf der Unterseite. Vielleicht auch eine leichte Übertreibung in diesem Zusammenhang. Und wie gesagt, eine Gegenbewegung scheint da durchaus denkbar, die jetzt nicht die Abwärtsstruktur in irgendeiner Form eben umkehren würde. Das wäre erst der Fall, wenn wir zurücklaufen oder schließen würden oberhalb von 1,38. Aber es ist zumindest mal für uns als dann FX-Trader in dem Bereich vielleicht ein Play, welches wir in Betracht ziehen sollten. So, ja, das also zum britischen Pfund. Ich hatte gerade eben noch ganz zur Einleitung hatte ich gesagt gehabt. Und zwar, ich gucke mal ganz kurz, das ist hier der Kommentar gewesen von heute früh. Bin ich drüber gestolpert, der ist schon gestern Abend gewesen. Oder gestern Nachmittag ist er gewesen, aber ja, was soll man dazu sagen? Ja? Herr Bailey sagte wohl auch innerhalb seiner Rede: Monetary Policy will not be able to solve supply shocks. Also, das heißt, Geldpolitik ist nicht in der Lage, eben Angebotsschocks oder Unterbrechung dann in dem Fall der Lieferketten zu kompensieren. Nicht, dass wir das nicht geahnt hätten. Ja? Wie will man mit mehr Geld, das man ins System pumpt, irgendwelche realwirtschaftlichen Probleme eben lösen? Logischerweise ist das eine einfach nur Nullen an ein System oder innerhalb eines Systems anzufügen, innerhalb eines Computers. Das andere ist echtes Leben. Ja. Aber was ich in dem Zusammenhang halt hier ganz ketzerisch darüber geschrieben habe, ist, also nicht nur, dass das richtig ist, aber sie hat dennoch eine Verantwortung an der Stelle. Und zwar nicht die Angebotsschocks, die sie vermeiden kann oder nicht vermeiden kann, was absolut richtig ist, sondern sie ist verantwortlich für die Nachfrageschocks,
die eben hier entstehen. Und vielleicht hat sich der eine oder andere das angeschaut. Was ist mit Nachfrageschock gemeint? Naja, wenn ich jetzt immer mehr Geld ins System gebe, bei gleichbleibender Gütermenge, vielleicht sogar die Gütermenge verknappe, ja, muss natürlich klar sein, dass dieses immer mehr an Geld auf immer weniger Güter trifft. Und dadurch habe ich natürlich einen Nachfrageschock. Die Leute sitzen auf einem riesen Batzen von Geld, in Anführungsstrichen, dass sie sich unter das Kopfkissen stopfen, und dann in dem Zusammenhang sagen, ja, irgendwo muss die Kohle ja schließlich hin. Also sehr plump gesprochen, ja, sehr, sehr polemisch, aber ich denke mal, das ist eine Sprache, die wir alle verstehen. So, jetzt sitze ich zu Hause auf meinen 10 Kilo, die ich irgendwo mir zusammengearbeitet habe, weiß ich nicht, durch irgendwelche Nebenjobs oder sonst dergleichen, warum auch immer ich den Cash zu Hause unterm Kopfkissen haben sollte, aber ich habe da gehört, da gibt es durchaus den einen oder anderen, der es so handhabt, noch, sofern das noch möglich ist. So, ja, was mache ich dann? Ja, dann suche ich eben einen Weg, um aus diesem Geld in irgendeiner Form etwas Reales zu schaffen, besonders in der aktuellen Zeit, wo gefühlt immer mehr Geld eben entsprechend ins System gepumpt wird und das, was ich habe, gefühlt immer weniger wert ist. Also wie gesagt, wir haben gestern, ich habe das ja sehr plump gesagt, aber ich meine das wirklich so, das ist eine bedrohliche Tendenz. Also diese spekulativen Exzesse, die wir sehen, das führt uns tatsächlich sogar folgerichtig, möchte ich fast sagen, hier zu Unternehmen wie Bed Bath Beyond, die heute im Zahlen vorliegen. Diese Squeezes, auch zu Beginn des Jahres, also diese Rallye hier, Ende des Jahres, zu Beginn des Jahres, das war im Zuge dieser Wall Street Bets Geschichte. Und das war GME, par excellence. Und das hat dann ist übergeschwappt auf andere sogenannte Meme Stocks. Und da ist dann auch Triple BY zum Beispiel ein Thema geworden. Triple BY, Bed Bath Beyond. Können wir mal ganz kurz hier eintippen. Dann haben wir auch Bed Bath Beyond. So, jetzt hoffe ich mal, dass es da überhaupt einen deutschen Artikel gibt. Nee, nicht ganz. Also, is an American chain of domestic merchandise retail stores. Bed Bath Beyond operates many stores in the United States, Canada, Mexico, Australia. Also, das heißt, besonders im englischsprachigen Bereich offensichtlich oder in diesen Ländern zugange. 1971 gegründet. Also klassischer, ich nenne es jetzt mal Retailer, ja, klassischer Einzelhandelsladen, der verhältnismäßig groß ist. Also wir haben ein Revenue immerhin von 12 Milliarden. Die Firma ist gegründet worden 1971, also das ist jetzt ein durchaus etabliertes Unternehmen, aber im Zusammenhang mit eben beispielsweise der Corona-Krise natürlich von dieser potenziell direkt betroffen. Zu was hat das geführt? Es hat, da haben wir es. Es hat dazu geführt, dass einfach mal institutionelles Geld massive Short-Positionen in dieser Aktie auch auf den Weg gebracht haben und dann in diesem Kontext eben der Short-Float zeitweise auf weit über 30% angestiegen war. Und das hat dann eben diese Squeeze mit nach sich gezogen, denn auch da hat man dann eben über Hebel und dergleichen und derivative Produkte, Out-of-the-Money-Calls und dergleichen, hat man eben diese Rallye hier initiiert. Und die Aktie, das war noch verhältnismäßig gering, ehrlich gesagt, aber die war super heiß zeitweise. Also da gab es richtig, das ist ein richtig Stück umgegangen. Da haben wir dann eben entsprechende Squeeze gesehen, die uns hier von rund $20 die Aktie in der Spitze auf weit über $50 getrieben haben, nur um dann anschließend innerhalb kürzester Zeit wieder regelrecht zu kollabieren und von diesen Aufschlägen kaum was mehr als 50% wieder herzugeben. Das gleiche Spiel haben wir dann nochmal gesehen, das war hier im Juni, Ende Mai, so Pi mal Daumen, und seitdem driftet die Aktie eigentlich abwärts. Das ist, naja, wie soll ich sagen? Also es ist ein Geschäftsmodell. Die haben jetzt hier ein Einkommen, haben sie kommuniziert von 87 Millionen. Also sie sind noch profitabel, verdienen offensichtlich noch Geld laut der Quartalsberichte, die veröffentlicht worden sind. Wir müssen auch mal abwarten, ob eben tatsächlich hier diese Zahlen jetzt so viel Volatilität begünstigen. Wir gucken gleich nochmal auf die technischen Level, die da eine Rolle spielen. Also wir sehen, Tendenz geht eher abwärts, und wenn wir uns hier diesen Bereich zum Beispiel in diesem Chart anschauen, dann haben wir ungefähr den Bereich so roundabout $23 wahrscheinlich, der, wenn wir uns nicht oberhalb halten können nach dem Quartalsbericht, also wenn der jetzt nicht in der Lage ist, diesen Bereich zurück zu erobern zu lassen, dass es dann wahrscheinlich ist, dass wir in Gefilde bis $20 und eventuell sogar darunter wieder verkauft werden, also auf die Ausgangsniveaus von zu Beginn des Jahres verkauft werden. Und warum wir das jetzt zum Thema machen, ist tatsächlich hauptsächlich, weil es eben diesen spekulativen Exzess zeigt, der sich an allen Ecken und Enden zeigt. Also Stichwort Nachfrageschocks, um das jetzt nochmal ein bisschen ausufern zu lassen. Also hier Bed Bath Beyond, da kommen die Zahlen, ja, Before Open Thursday, heute Donnerstag. Aber das wollten wir uns eigentlich anschauen. Es wird immer mehr Liquidität ins System gegeben, und es wird einfach dann an jeder Ecke im Grunde genommen eine Spekulationsblase aufgezogen. Sei es jetzt in Meme Stocks, GME, AMC, Triple BY und so weiter und so weiter. Oder sei es beispielsweise auch bei diesen Non-Fungible Tokens zum Beispiel, diesen NFTs und diesen wahnwitzigen Preisen, die dafür irgendwelche Pixel bezahlt werden. Ja, bei allem
wiederum Verständnis dafür, welche unglaublichen Möglichkeiten dort vielleicht auch bestehen, durch eben die dann innerhalb dieser Non-Fungible Tokens verwendeten Smart Contracts, Bezahlung erfolgt in Ethereum zum Beispiel, da sind wir wieder im Kryptobereich, Blockchain-Technologie. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich hier sowas lese wie T2 zum Beispiel vom Tom, der die Frage gestellt hat. Ich habe den Gedanken gerade nicht aufgegriffen, ich greife ihn jetzt halt so ein bisschen auf. Blockchain-Technologie zum Beispiel im Hinblick auf Cash-Settlement oder den Zahlungsverkehr grundsätzlich, um entsprechend auch zum Beispiel solche Schwankungen, wie sie dann im Brokerage-Bereich zu Beginn des Jahres stattgefunden haben mit GME, Robinhood, der Verknappung bis des Aussetzen des Handels mit solchen Meme-Stocks im Zusammenhang mit der damals angezogenen Volatilität und dem Umstand, dass dieses sogenannte Settlement dieser Position, die Retail-Trader hier eingehen, über einen Retail-Broker, dass die mehrere Tage in Anspruch nehmen, bis das alles entsprechend gebucht ist. Man zwischenzeitlich nur schwierig das Risiko wirklich solide kalkulieren kann, ausgehend vom Umstand, dass die Vola so hoch ist und der Broker im Grunde genommen im Risiko steht. Denn der hat im übertragenen Sinne die Gegenposition, ja, zu diesem Zeitpunkt, der steht im Risiko. Und sobald der Broker in Anführungsstrichen im Grunde genommen kollabieren würde, Stichwort Revco, Stichwort MF Global, dem einen oder anderen sind das Begrifflichkeiten, das ist 20, 15, 20 Jahre ungefähr her, im Bereich Futures Trading und dergleichen, auch da gehen wir jetzt nicht in die Details, aber das sind durchaus Entwicklungen, wo man sagt, naja, das sind bekannte Entwicklungen, es bestehen Risiken eben, dass es hier zu potenziellen Verwerfungen im Retail-Brokerage-Bereich kommt, die durchschlagen dann auch auf den realen Markt, denn auf der Gegenseite dieser Trades, auf mag der Retail-Bereich noch so klein abgetan werden an der einen oder anderen Stelle, aber er ist dennoch in der Lage, ausreichend Volatilität durch den dann wiederum eingesetzten Hebel auch im institutionellen Handel nach sich zu ziehen. Das hat spätestens GME zum Beispiel gezeigt. Ja, und dann kommt die Frage auf, hey, wir reden seit jetzt nur mehr 5, 6, 7, 10 Jahren, also 10 Jahre noch nicht, aber es ist zu dieser Zeit damals auf den Weg gebracht worden, Blockchain-Technologie, Bitcoin, Krypto, kann man das nicht auch nutzen, um beispielsweise in diesem Zusammenhang eben dann ein effizienteres Settlement auf den Weg zu bringen, und zwar in Echtzeit, und du hast sofort die Möglichkeit, Risiken zu kalkulieren. Das Gleiche lässt sich ja wunderbar ausweiten. Also da sind wir, wie gesagt, im NFT-Bereich. Der eine oder andere guckt dahin, schlägt die Hände im Kopf zusammen und sagt, ich bezahle noch nicht für Pixel irgendwie zigtausende, zehntausende, hundert Millionen teilweise. Aber die Überlegung, die dahinter steckt, die Möglichkeit, die diese Smart Contracts bieten, Blockchain-Technologie und dergleichen, die sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht nur eine potenzielle Bereicherung, sondern revolutionär. Das bezieht sich nicht nur auf dieses Settlement jetzt von irgendwelchen Finanzpositionen beispielsweise, das bezieht sich zum Beispiel auch auf unser Wahlsystem. Man überlege mal, wenn ich mir so etwas anschaue, also diese Diskussion kam ja jetzt auch wieder auf, Stichwort beispielsweise Wahlbetrug und die Skepsis in der Gesellschaft, die ist ja durchaus erkennbar. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und dann sagen die einen, ha, ihr wollt uns betrügen, ja, ihr wollt die Wahl fälschen und dergleichen, um eure Machtposition im Grunde genommen zu erhalten, wie auch immer da die Denke ist. Aus der Warte schlägt es zurück, ihr seid alles Verschwörungstheoretiker, Spinner und Co. Und ich stehe als externe Person da, gucke da drauf und denke mir so, der eine hat seinen Punkt, der andere hat seinen Punkt. Hat auch immer jemand überlegt, vielleicht nicht nur über das Problem zu reden, sondern mal eine Lösung vorzustellen. Wie wäre es denn mal, wenn wir darüber nachdenken, unser Wahlsystem auf eine Blockchain aufbauen? Dann ist nämlich in Folge dann auch der damit einhergehende Möglichkeit, mit Smart Contracts und dergleichen zu arbeiten, die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit gegeben, sondern die Gefahr gebannt, dass es hier zu Manipulationen kommt. Da gibt es tolle Möglichkeiten. Ich frage mich, warum das nicht weiter forciert wird. Wir sind so damit beschäftigt. Also, und warum vor allem auch zum Beispiel jetzt Deutschland in dem Bereich keine Vorreiterrolle einnimmt. Ich begreife das nicht. Also, wir waren immer der Land der Dichter und Denker. Wir haben das geistige Kapital, das ist vorhanden. Warum machen wir da daraus nichts? Warum wird das auch seitens der Politik derart unterdrückt, diese Möglichkeiten eben tatsächlich an dieser Stelle zu nutzen, diese Chancen, die sich dort eben potenziell ergeben? Und also, lange Rede, kurz Sinn, ich bin jetzt ein bisschen von der höchsten Stöchchen gekommen. Also, Fakt ist auf jeden Fall einmal, diese Nachfrageschocks durch diese Unmenge an Liquidität, die sind seitens der Notenbank verursacht. Die Notenbank trägt dafür die Verantwortung, dass diese Nachfrageschocks da sind. Also, ich finde das interessant, denn es ist im Grunde genommen nur die andere Seite derselben Medaille.
die hier von Bailey herausgestellt wird. Und deswegen konnte ich es mir heute Morgen auch nicht verkneifen. Also normalerweise hätte ich da wahrscheinlich jetzt nichts zu getweetet oder dergleichen, aber das dann ging einfach nicht anders, weil es einfach zeigt, dass die Herrschaften, die hier die Verantwortung für auch die dann sich vielleicht abzeichnen, am Horizont abzeichnenden gesellschaftlichen Verwerfungen, und wir sehen jetzt, was im Energiesektor passiert. Wir sehen die Preisanstiege, wir sehen den Run auf Tankstellen in Großbritannien, wir sehen Leute, die aufeinander losgehen, weil sie Erster an der Zapfsäule sein will. Ja, also dann steht man so ein bisschen da und dann sieht man, ja, das ist die Politik schuld. Es ist die Notenbankpolitik, die dafür verantwortlich ist, die einfach hier einen Exzess herbeigeführt hat durch dieses Fiat-Geldsystem, der einfach eine dringende Reform bedarf. Und es müsste eigentlich in unserem Interesse sein, als kleine, also aber als Gemeinschaft, als Gesellschaft eben daran zu wirken und an diesen Säulen zu rütteln, so möchte ich es mal formulieren. Natürlich möchte man aber wiederum dann seitens des Establishments das vermeiden, denn genau die damit einhergehende Transparenz unterminiert natürlich oder verhindert die Möglichkeit, dass es hier weiter entsprechende korrupte Strukturen gibt, betrügerische Strukturen, die Menschen hinters Licht führende Strukturen, Lügen, Märchen, die einem aufgetischt werden. Es ist dann wirklich transparent. Es ist eine wirklich dann auf wirklich Leistung basierende und nicht mehr auf Vetternwirtschaft basierende Struktur, die dort etabliert wird, die ihren Ursprung, also diese Vetternwirtschaft, die ihren Ursprung mit Sicherheit innerhalb dieses Fiat-Geldsystems findet. Also ohne da jetzt zu sehr mich in irgendwelchen fundamentalistischen Fantasien oder dergleichen extremistischen Überlegungen wiederzufinden. Das hat auch sein Für an der Stelle, aber nichtsdestotrotz zeigen doch die jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich, dass es dort Aufräumbedarf gibt oder Innovationsbedarf auf jeden Fall gibt. Und ich bin, wie gesagt, immer weiter überrascht irgendwie, dass man das nicht in der Lage ist, auf die Reihe zu bekommen. Und das sollte uns zu denken geben. Also wie gesagt, das ist getriggert jetzt durch diesen einen Tweet eben, der mich dann doch so ein bisschen zum einerseits schmunzeln, aber andererseits eben jetzt zu dieser kleinen Tirade hier genötigt hat. So, wir schauen auf Bed Bath Beyond und gleich natürlich noch kurz auf den Edelmetallbereich, damit wir den auch abgefrühstückt haben. Wir fokussieren uns hier an der Stelle auf den Daily Chart. Da sieht man auch, da fehlt halt die Kurshistorie. Das ist mega blöd, ehrlich gesagt. Das kann man auch vergessen. Das ist Quatsch. Das ist albern. Kurzen Augenblick. Also, ich gehe mal kurz hier auf den Chart. So, kann auch schon hier erkennen. Das Volumen ist deutlich, nein, regelrecht kollabiert ist die falsche Bezeichnung. Wir gehen mal auf den Tageschart. Aber es ist auf jeden Fall deutlich zurückgegangen. Es gab immer mal wieder hier diese erhöhten Spikes im Volumen, ganz besonders eben Stichwort GME beispielsweise oder hier diese Squeeze, die da initiiert worden ist. Aber alles in allem ist das Volumen dann doch deutlich rückläufig hier, wie man es erkennen kann. Und deswegen müssen wir mal abwarten, ob da überhaupt ein Trigger geliefert wird. Sollte, wie gesagt, auf diesen Report hier zu einem Drop unter dann in dem Fall oder ja, unter der 23 bleiben. Es sollte nicht zu einem Pop zurückkommen und einer Rückeroberung, ganz besonders der 24, die nochmal eine Gegenbewegung initiieren könnte, die auch ein paar Punkte tatsächlich umfasst, vielleicht sogar bis in Richtung 30 führen könnte. Da müssten aber wirklich outstandingly good Earnings hier released werden. Dann wäre möglich an der Stelle, dass es vielleicht hier zu einem Flush unter eben oder in Richtung zumindest mal der 20er-Marke kommt. Das, was mich allerdings so ein bisschen zurückhält jetzt und wo ich dann auch erstmal abwarten wollen würde, wie sich dann in diesem Zusammenhang hier die Konstellation darstellt, in Bezug auf die Earnings und die Reaktion, ist es so, dass ich sagen würde, wir haben hier aber ein Umfeld für Short-Positionen, was nicht so ganz vorteilhaft ist, infolge des immer noch verhältnismäßig hohen Short-Floats. Also wir haben immer noch verhältnismäßig viele Short-Marktteilnehmer, die eben entsprechend in eine Short-Bewegung dann an dieser Stelle vielleicht durch die Reddit Trading Army, wie auch immer geartet, vielleicht kleine Pops auf der Oberseite sehen. Und das ist immer so ein Risiko, dass das eine verhältnismäßig, besonders auf der Short-Seite, ein verhältnismäßig choppiges Umfeld werden könnte. Dass diese Trendstruktur, die sich vielleicht hoffentlich, die wir gerne handeln würden, nicht derart entsprechend ergeben würde. Und dass es dann stattdessen eben hier zu kurzen Spikes kommt, die uns aus bestehenden Short-Positionen heraus pushen. Attraktiv würde das, wenn dieser Earnings Release so gut wäre, dass er eben eine Short-Squeeze initiieren würde. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal abwarten, ob überhaupt ein Wohler reinkommt, ob überhaupt Volumen reinkommt. Vielleicht ist das jetzt auch aktuell einfach nur ja, aus der Not geborene Möglichkeit, die ich da identifiziere. Vielleicht wird das ein ganz, ganz unspektakulärer Release. Wir werden es in den folgenden Stunden sehen, morgen nachbetrachten oder auch nicht, wenn eben nichts Spektakuläres sich da präsentiert. So, muss mal ganz kurz hier gucken.
So, also nochmal ein ganz kurzer Blick auf Gold. Wir haben gestern erneut einen Flash hier auf der Unterseite gesehen. Diese Region hatten wir zum Thema. Warte, ich guck mal ganz kurz. Ja, das kommt hin. Das war so ein Key-Level. Ich hatte 57, glaube ich, zum Thema gesagt. Solange wir drunter sind, haben wir nochmal Potenzial für einen Push auf der Unterseite. Der ist gestern tatsächlich auf den Weg gebracht worden. Wir sind zeitweise unter 1730 verkauft worden. Korrespondierte ganz klar mit der Stärke im US-Dollar. Also aktuell gerät Gold hier besonders deswegen unter Abgabedruck, weil einerseits die Zinsen anziehen und zeitgleich eben der negativ zum Goldpreis korrelierte US-Dollar eben Stärke sieht. Haben uns also bis jetzt hier nicht zurückerobern können. Mal schauen, ob es jetzt gelingt, zeitnah die 1750 zurückzuerobern. In den Wochenschluss hinein, mal gucken. Wir haben morgen ISM Manufacturing Zahlen, also heute vielleicht gar nicht mal so sehr, morgen dann eher. Einkaufsmanager-Indizes aus den USA für das verarbeitende Gewerbe. Im Falle von eben Arbeitsmarktzahlen wird erst die nächste Woche wirklich brisant. Vielleicht dann die Rückeroberung der 1750. Bis dahin bleibt auf jeden Fall die Gefahr realistisch gegeben, dass wir in Richtung hier der 1680er Region, also nochmal sogar unter 1700 US-Dollar pro Fallunze fallen. Viel spannender vielleicht hier aktuell das, was uns Silber präsentiert hat. Und zwar Silber hat gestern tatsächlich diesen Push unter das von mir thematisierte Level, um hier 1000, 1000 sage ich schon, 22 US-Dollar zu sehen bekommen. Und hat sich allerdings nicht sofort erholen können. Und das ist das, was mich gerade doch ein bisschen skeptisch werden lässt. Was ich gerne sehen wollen würde, ist in dieser Konstellation eine Rückeroberung an der Stelle der 22, beziehungsweise dieser Trendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat im Laufe der letzten Tage. Also sprich, ich zeichne das mal ganz grob ein, was ich meine. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass es zwar zu einer Rückeroberung kommt, der 22, also dass wir über dieses Niveau zurücklaufen, das würde auch vielleicht korrespondieren mit entsprechend der Rückeroberung der 1750 in Gold. Und dann müsste man gucken, ob wir ein höheres Tief ausbilden und die 22 halten können. Das würde ich jetzt noch nicht long handeln wollen, aber spätestens dann, wenn wir diese Trendlinie brechen und hier seitlich konsolidieren, könnte das eventuell der Wegbereiter für eine schärfere Gegenbewegung sein. Aber solange dieses Szenario nicht auf den Weg gebracht ist, also diese Abwärtsstruktur nicht gebrochen ist, die 22 klar gehalten hat werden können und auch nicht diese Abwärtstrendlinie gebrochen wurde, möchte ich ungerne aktuell in Silber long sein. Also gestern, ich hatte kurzzeitig wirklich überlegt, als ich diesen Flash gesehen habe, der poppte bei mir hier im Bildschirm auf und ich dachte mir, ist das vielleicht jetzt, bin ich willens jetzt hier in diesem Flash mich long zu positionieren, weil ich einen ähnlichen Verlauf sehe wie, oder Möglichkeit für einen ähnlichen Verlauf sehe, wie hier Anfang August, als es zu diesem Flashout auf der Unterseite kam. Ich hab mich zusammengerissen, in Anführungsstrichen, und habe gesagt, ich nehme den konservativeren Weg. Also konservativer bedeutet an der Stelle, ich möchte erst sehen, dass wir hier nach unten den Abgabedruck jetzt erschlaffen sehen, so dass der US-Dollar einfach weniger Nachfrage sieht, die dann entsprechend für Abgabedruck in Edelmetallen sorgt und auch entsprechend, dass der Zins beginnt, so ein bisschen so einen leichten Top-Out eben hier zu vollziehen. Ja, gut, also das so ein paar Gedanken noch zum Edelmetallbereich. Okay, hier sehe ich hier noch British American Tobacco. Kurz noch einen Blick. Gucken wir mal kurz. British American Tobacco. So. Können wir mal kurz einen Blick drauf werfen? Einen Moment. Zwecks Kurshistorie. Einen Moment will ich aber mal hier ganz kurz gucken. Was? Oh ne, Moment, nee, nee, nee. Ich nehme vielleicht, Nord Pool. Wird die tatsächlich an einem malaysischen Stock Exchange gehandelt? Ist ja interessant, okay. Hätte jetzt spontan gesagt, hätte ich jetzt eher hätte ich jetzt eher in UK erwartet, ehrlich gesagt. Okay.
Ja, also Tabak, offensichtlich Tabakhersteller. Ich glaube, wir treffen es besser, wenn wir uns das hier ein bisschen längerfristig betrachten. Konsolidierung gegen den Bereich da unten. Ich würde mal sagen, Rückeroberung wahrscheinlich hier dieser Region um 3000 dürfte in diesem Zusammenhang wahrscheinlich weiteres bullisches Potenzial freisetzen. Also wie gesagt, was ein bisschen suboptimal ist, ist, dass auch hier gerade die Kurshistorie fehlt. Ich hab es übrigens angefragt, also was da der Grund ist und ob man das wieder restaten kann, beziehungsweise im Moment mal, ich guck mal ganz kurz was. Vielleicht hat das nämlich auch einen anderen Grund. Einen Moment. Ja, das ist nämlich scheinbar ein Fehler. Jetzt sehe ich das gerade. Das ist, weil wir hier ein Demokonto hatten. Ich hatte die Demo-Darstellung und das scheint im Demo-Bereich nur vorzufinden. Also denn im Live-Modus ist es gar kein Thema. Deswegen habe ich wahrscheinlich bis jetzt auch noch nichts gehört in irgendeiner Weise. Okay, also ändert aber nichts grundsätzlich an dem Bild. Also wir haben hier eine Konsolidierung oder eine Bodenbildung vollzogen gegen 2400 roundabout. Das waren hier diese Flush-out-Tiefs Corona und dergleichen. Seitdem seitwärts in der Konsolidierung, in der Bodenbildung, nach einem längerfristigen Ausverkauf, der hier offensichtlich stattfindet. Schon eine lang anhaltende Konsolidierung, jetzt nunmehr schon seit fast 2 Jahren. Ja, fast 3 Jahre sogar schon. Mal gucken, ob es da zeitnah gelingt. Diesen Bereich hier um 2000, 2800 sind es ungefähr, ne? 2900 ungefähr rauszunehmen. Falls ja, ist glaube ich zügig ein Lauf Richtung 3000 aus rein psychologischer Perspektive und darüber in Richtung hier der 3200er Region denkbar. Das ist so dieses Bounce hoch, welches nach Corona, nach diesem Flashout hier auf der Unterseite eben tatsächlich auf den Weg hat gebracht werden können. Was wir unweigerlich erkennen können, ist auf jeden Fall, dass wir uns von diesen Tiefs, die damals markiert worden sind, diesen Übertreibungstiefs, bis dato nur unwesentlich haben erholen können. Und das ist etwas, das stellt so ein bisschen auch die Frage in den Raum. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das planst, aktiv zu handeln, aber dass hier in dem Zusammenhang eventuell das nicht unbedingt der in Anführungsstrichen heißeste Titel eben tatsächlich ist oder auch relativ stärkste Titel von der Long-Seite. Wirklich Abgabedruck scheint auch nicht vorhanden zu sein. Der würde sich anders manifestieren. Aber wie gesagt, das für längerfristige Plays vielleicht, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ob das vielleicht auch aus dividendentechnischer Perspektive ein attraktiver Kandidat ist, aber da wäre ich so ein bisschen zurückhaltend, glaube ich, im Großen und Ganzen. Rein research-technisch, wie gesagt, Rückeroberung der 2,9, dann die 3000, darüber die 3200er Region, sollte es zu einem bullischen Breakout kommen. Auf der Kehrseite Break zurück unter 2600 Pi mal Daumen, könnt ihr da nochmal den Bereich um 2,4 aktivieren, beziehungsweise hier diese Corona-Übertreibungstiefs um 2,350 ist ungefähr, ja, ungefähr den Bereich. Ja, sehr gut. Okay, das wäre es meinerseits gewesen. Dann würde ich mal sagen, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. So viel natürlich noch. Die Links, wie gesagt, auch zu dem FX Rebalancing-Artikel findet ihr unterhalb des Videos. Abonniert gerne den Kanal für zukünftige Videos. Schaut gerne vorbei. Und ja, soweit meinerseits. Also, ich wünsche euch erstmal Happy Trading und einen erfolgreichen Handelstag. Morgen zum Wochenschluss, Freitag, dann den 1. Oktober 2021. Und wir uns auf jeden Fall wieder um 10:30 Uhr gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann.